Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Zack McCracken. Okay, dann lass mal weitergehen. Lass uns mal gerade schauen. Kommen wir da rein? Oder machst du Stress? Nur ein Anhänger des Gurus definieren. Nein. Ah, wir haben ja bald das Buch. Von daher ist das ja nicht verkehrt. Oh, du bist ein Anhänger des Guru. Du darfst eintreten. Gut, Annie wahrscheinlich dann nicht. Na gut, schauen wir uns mal an. Auf das Buch. Wie du dein Selbstbewusstsein? Ja, haben wir schon. Hält dich an vielen Flughäfen, ja. Verliehen an Swami Holanda. Für den Weltrekord von 19 Schlägen auf dem Kurs von Pebble Beach. Scheinen alle sehr golfaffin zu sein, habe ich den Eindruck hier. Okay. Ein Bild von einem afrikanischen Schamanen und dem golfspielenden Guru. Können wir die mitnehmen? Nee. Ah! Ich rieche böses Karma. Du musst warten, bis es verflogen ist. Geh nicht weg. Okay, dann warten wir halt. Alles klar, können wir uns hier noch ein bisschen umschauen? Arthur. Sonst scheint aber nicht so viel zu sein, ne? Weil wir gerade ausgebrochen sind, kann das sein? Aber wir können auch hier gerade nicht wechseln, sehe ich gerade. Aber es scheint weiterzugehen. Okay. Du hast deine Sünden abgelegt und du hast den blauen Kristall bei dir. Ich werde dich seine Bedeutung lehren. Es wird dir ermöglicht, deinen Geist auf ein Tier zu übertragen. Konzentriere. Eine Stunde später. Dann schmust es mit einer Prise Knoblauch in die Hackbutter an und... zwei Stunden später. Und da sagt er, das war kein Lady, das war meine Frau. Kapiert. Drei Stunden später. Random, aber cool. Aber es klappt nur, wenn du in Kontakt mit der Erde bist. Und nun geh und tu etwas Gutes. Ja. Wahrscheinlich war es fünf Minuten lang erklärt, wie dieses... wie der Kristall fusiert und dann halt dann drei Stunden lang Witze und Rezepte ausgetauscht. Aber bin ich dafür. Finde ich sehr gut sowas. Können wir das auf dieses Jack machen? Nee. Okay, dann. Gucken wir mal die Cashcard. Einen langen, staubigen Ritt später. So, damit wären wir angekommen. Ich glaube, wir lassen dich zuerst mal kurz hier. Mal gucken, ob wir dich nachher nochmal benutzen oder gebrauchen können. Dann, ja, wo können wir denn als nächstes hin? Kairo hätten wir, Kongo oder England. Ich glaube, wir gehen mal nach England zurück.
Einen angenehmen Flug später. So. Ja, Miami, komm. Ein bisschen Sonne genießen oder so. 500. Einen angenehmen Flug später. Okay, cool, cool. Hast du ein bisschen Geld für mich? Ja, komm. Würde helfen, wenn du nicht so rumeierst. Na? Jetzt. Einen Moment. Ah, aber mein Leben hat noch immer keinen Sinn. Also danke. Okay. Das heißt kaputt. Ja, mir wie Reparaturen geschlossen. Okay, sehr gut. Das heißt, das bringt erstmal nicht so viel. Gehen wir auch mal wieder zum Flughafen zurück. So, hätte noch Kairo, London, England. Tja, wo können wir denn sonst noch hin? Also Miami fliegt, liegt jetzt erstmal flach. Was gäbe es noch als Internetalternativen? Mexico City, ja, quasi auch das Bermuda-Dreieck vielleicht noch. Warum nicht? Ich liebe das Bermuda-Dreieck. Man weiß nie, was einen erwartet. Deswegen gab ich dir einen falschen. Ah ja, okay, cool. Ich weiß. Einen guten Witz. Weißt du, warum ich Doppeldecker fliege? Doppelt gedeckt fliegt besser. Ja. Oh nein, nicht schon wieder. Das sieht nicht gut aus. Was passiert jetzt? Alles verschwimmt. Das Wasser schimmert so seltsam. Oh. Okay.
Ich hasse es, wenn das passiert. Na, warte mal. Wie war nochmal die Kombination? Oh ja. Blau. Gelb. Rosa. Grün. Okay. Alles klar. Ja, dann mach's gut. Der Potter wird von Weltraumkadetten zu einem Weltraumkadett. In einem. Okay. Dann öffnen wir mal die Tür. Hört nicht aufzugehen, was haben wir da? Ein Knopf. Ah. Ein Gefangener. Folge mir zum King. Oh King, ich habe hier einen Gefangenen. Hoppla. Besser. Aha. Nu, was tun wir mit dem Kerl? Soll er Meteorschleim von unserem Raumschiff abputzen? Nee. Soll er die New Age Musik in unserem Fahrstuhl zuhören? Nee. Wir haben aber hier die Clubkarte, ne? Mensch. Sitzkissen, blauer Kristall. Buch, Gitarre. Wo ist denn das Ding? The Mindbender. Wo hast du die Artefakte her? Kommst du mit mir? Da hinein. Ich bräuchte ein bisschen mehr Zeit. Oh, und danke für die Artefakte. Bis bald. Okay, das wird wahrscheinlich eins der Enden sein, oder? Die Heimtür. Mhm. Uff. Ja, ich glaube, da kommen wir so schnell nicht raus. So. Tröte, Cashcard, Schraubenschlüssel, Nasenbrille, Dichtungsband, Seil, Hut, Brotkrumm, Gitarre, Buch, Sitzkissen. Anders. Wo ist denn das Ding abgeblieben, sag mal? Ja, wir verlieren jetzt immer mehr Dinger nach und nach. Aber eigentlich. Seil, Hut, Tauchanzug, Brotkrumm. Hm. Eigentlich sollte ich ja die Dings noch haben. Die Clubkarte. Schauen wir mal nach. Einfach nur mal zum Testen, wie das Ding heißt, wenn wir es rausziehen. Jetzt haben wir noch Zeit. Weil blöd, wenn wir das jetzt alles nochmal neu machen müssen. Es scheint tatsächlich eine Menge Sackgasse zu geben, merke ich gerade. So, kleiner Schlüssel. Den Brief. Buch, Sitzkissen. Fanclubkarte, da unten. Okay. Ja, also ich habe die auf jeden Fall mitgenommen. Wieso ist denn die weg? Hm. Das ist, glaube ich, jetzt auch wieder zu spät, oder? Ja, Mist.
Habe ich die hier noch? Ne, hier ist die tatsächlich weg. Das ist leer. Ah, ich habe wahrscheinlich bei dem Laden vergessen, die einzupacken, ne? Hm. Gut, wir machen einen kurzen Schnitt. Und, jo, dann, sehen wir uns gleich wieder. Dann muss ich jetzt tatsächlich gerade nochmal nachspielen. Okay, dann machen wir direkt nochmal weiter. Diesmal habe ich jetzt die Karte. Ich habe sie tatsächlich vergessen, mit Let's Play wohl mitzunehmen. Also hoffen wir, dass es vielleicht jetzt besser geht. Ein Gefangener, folgt mir zum King. So, das kennen wir ja. Ist doch ein King. Ja, der rennt die ganze Zeit rum. Klappt das? Nee. Hm. Ja, das ist gerade ein bisschen, ja. Können wir jetzt das Autosave hier? Ich weiß ja gut, was. Ah, das war vorhin tatsächlich auch was anderes. Ja gut, das ist leider jetzt wieder dir. Immerhin bleibt die Kombination gleich. Dann speichere ich, glaube ich, mal vor dem Ding nochmal ab. Sicher ist sicher. Ob wir das vielleicht erstmal abgeben können. Also so ein paar Sachen mit der Steuerung vom Gameplay sind jetzt nicht ganz so fein, aber im Großen und Ganzen geht es hier ganz gut. Ist halt alt, das Spiel. So, wie gesagt, blau, gelb, rosa, grün. Dann würde ich noch ein wenig bleiben. Speichere jetzt aber mal, sicherheitshalber. So, und hoffen, dass wir es mal hinkriegen. Ja, ja, ist okay. Tschüss. Auf ein neues. So, Karte. Irgendwie willst du den nicht, ne? Nee. Ah, entfernen. Das habe ich nicht gewusst. Mein Kumpel zeigt dir den Weg hinaus.
Komm wieder, wenn du Zeit hast, ja? Okay, jetzt hat's funktioniert. Komm mit. Die Sequenz bringt dich nach Hause. Ah, soll ich mir das auch noch aufschreiben? Grün, rot. Grün, rot. Okay. Dann beam mal schön. Funktioniert das ja nicht wirklich. Naja. Ich glaube, dann schauen wir einfach das nächste Mal weiter. Ich bedanke mich mal fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.